Ja, hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbels Wohn- und Deko-Ideen. Heute ist nichts mit Wohn- und Deko, sondern Deko schon, aber ich wollte euch einfach mal meinen einfachen Tannenbaum, den ich jetzt backen werde, zeigen. Ich kriege nachher Besuch eigentlich zum Armbrot, aber die kommen ein bisschen früher und dann möchte man ja auch noch eine Kleinigkeit anbieten. Und mir ist das inzwischen immer zu teuer beim Bäcker und es schmeckt mir auch alles nicht mehr so. Ich backe immer wieder selber. So, und nun wollte ich heute einen Tannenbaum machen. Das wollte ich euch mal ganz schnell zeigen. So, ich habe den Backofen schon mal angemacht auf Umluft 180 Grad. Soll ja alles schnell gehen. Habe mein Backblech mit Backpapier ausgelegt und habe jetzt hier einen Blätterteig. Den werde ich jetzt auch ganz schnell drauflegen. Jetzt mache ich da drauf einfach Schokolade. Ich hoffe, ich mache hier keine Werbung jetzt. Mal gucken, dass ich das ein bisschen, dass das überall hinkommt. Kann ruhig ein bisschen üppig sein dann. So. Ist natürlich auch ganz kalorienarm, wie ihr seht. Ne? Aber was ist in der Weihnachtsbäckerei schon mal kalorienarm? Gar nichts. Ne? Also ich denke das auch nicht, wie ich das jetzt hier zeigen will. Und ich darf es ja auch sein. So. Jetzt mache ich da drauf noch ein bisschen Haselnuss. Wie gesagt, das ist wie immer bei mir die ganz schnelle Nummer. Und was ich heute noch mache, also manchmal mache ich da auch noch Datteln rein und all sowas. Aber, oder Rosinen. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen Marzipan. So. Das einfach so. Das kann auch ein bisschen nachher hin, oder ein bisschen, da ist so wenig anderes hingekommen. Beim Backen zerläuft das ja noch ein bisschen. So. Ihr seht, einfach die Sachen so drauf und eine zweite Lage. Drauf.
versuche ich das da mal an der Seite ein bisschen zuzumachen. So. Sieht das so aus. Und das alles noch ein bisschen drücken. Also da, wo das Marzipan ist. Und jetzt hole ich mir noch mal ein frisches Messer. Ich denke mal, viele kennen das auch, aber ich schneide mir jetzt mal so einen Tannenbaum so zurecht. Der ist aber auch schon wieder ein bisschen schief, aber so. Tannenbaum, nicht schön, aber selten. Und jetzt schneide ich mir das so. Da ich das jetzt so schief gemacht habe, weil das so schnell gehen sollte, naja, das kann man besser machen, aber es geht ja nur. Erstens, ob es schmeckt, und zweitens, naja. So, und jetzt drehe ich die einfach einmal um. Also ich ziehe sie so ein bisschen und drehe diese Dinger, diese Spitzen einmal um. Oder vielleicht sogar zweimal. Ihr seht es, einmal, zweimal hinlegen. Einmal, zweimal, einmal, zweimal, nochmal, das mache ich immer so, ja, wenn Adventskaffee so, viele mögen auch gar keinen Kuchen mehr bei uns so. Dann mache ich diese kleine schnelle Sache und mache eine Käseplatte oder sowas. Weil keiner soll mir gezwungen werden, immer den süßen Kram zu essen, obwohl ich ja absolut eine ganz süße bin. Jedenfalls was Essen betrifft, leider. Was man aber auch schon sieht. So. Und das hier unten nochmal dicker. Mein Tannenbaum sieht jetzt so aus. Jetzt mache ich aus diesen Resten noch ein paar Sterne. So, ich habe jetzt hier Tannenbaum und ein Stern. Das kann ich ja gleich mitbacken. Und nochmal ein Stern. So.
Stern klebe ich noch oben dran an den Tannenbaum. So. Und dann mal weiter. So. Und dann kann das schon losgehen. So schnell ging das. Mit den Backen. Das ist doch auch schon eine Deko, ne? Und das nicht. Das mache ich mir gleich jetzt nochmal zusammen und drehe mir da so kleine Stangen von dem Rest. So. Die muss ich dann aber nachher extra nochmal auf ein kleines Blech legen. So ist es jetzt und so kann es jetzt schon in den Backofen. So, der ist nun fertig gebacken. Habe ich schon runtergenommen, habe es hier drauf gelegt zum Abkühlen. Ich hätte natürlich, ich habe es wieder vergessen vom letzten Jahr, ein bisschen weiter reinschneiden können. Also der Baumstamm ist ein bisschen dick, aber das tut, glaube ich, dem Ganzen keinen Abbruch. Jetzt brauche ich noch einen Löffel. Mach mal Puderzucker da drauf. So. Und ich finde, das ist eine lustige Sache. Man kriegt das jetzt auch gut hier wieder runter, wenn das kalt ist. Ein bisschen vorsichtig, weil das ja Blätterteig ist, aber... So. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verschönern, habe ich hier noch ein bisschen Schokolade. Weiß aber noch nicht so genau, ob ich das jetzt drauf machen sollte oder lieber ein bisschen später, weil das ja noch schmelzen könnte. Aber ich mache das mal drauf. Wenn das ein bisschen schmilzt, macht das hier auch nicht. Und wenn was kaputt geht, schmeckt es. So, und ihr habt gesehen, was das für eine schnelle Geschichte ist, ne? Mal gucken, ob ich den noch mal rauskriege. Und noch einen solchen. So. Noch ein bisschen größere. So. Die habe ich über. Und das ist jetzt mein Baum. Schnelle Deko, essbar, wie immer bei mir, muss ja immer alles ratzifatzi gehen. Könnt ihr noch ein bisschen schöner machen, indem ihr das ein bisschen weiter einschneidet, den Stamm ein bisschen weniger macht. Aber ich glaube, man kann erkennen, dass das ein Tannenbaum ist. Ja, ich mache noch mal ein Foto und ansonsten sehen wir uns vielleicht die Tage noch mal. Ich habe noch einiges an Deko vor. Bis dann, eure Bärbel. Tschüss.